Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forwards Multiplayer Gameplay. Wir sind heute im 2 gegen 2 Modus unterwegs, wir haben den Steffen an der Hand und wir spielen gegen Bowser und noch einen anderen. Ja, und wir haben einige Runden gegen die beiden gespielt, haben uns überlegt, welche Runde laden wir hoch, welche wo wir gewonnen haben, welche wo wir verloren haben. Wir haben uns erstmal hier für die entschieden, weil die, wie ich finde, signifikant für ein Problem in Forwards ist, nämlich dass Nukes so random und so stark sind. Aber das schauen wir uns gleich mal selber genauer an. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, solltet ihr es noch nicht getan haben. Es ist kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet uns mit einer Menge helfen. Außerdem lasst gerne ein Follow auf Twitch da, Link in der Beschreibung und ich würde sagen, let's go! Ich hab vergessen, wer die. Da kommt erstmal eine Mine rein. Kommt das weg? Dafür kommt da eins hin. Das kommt weg. Dafür kommt da eins hin. Junge, bau das jetzt ab. Ich habe zwei Places jetzt für die EMPs, richtig, ne? Ja. Ja, vergiss den Sniper nicht. Habe ich gebaut. It's the most important asset. Und dann das Mobben, oder? Ja. Yeah. Unten oder was? Ja. Ja, vielleicht sollte mein Sniper auch ein Schussfeld haben. Immer wenn ich gerade was anderes am Bauen bin. Kannst du... That's gonna be a problem. Du musst halt Holz eben bauen, ne? Kannst du eine MP schießen, damit der mich Flak rausholen kann? Ja. Sorry, ich hab komplett daneben gehalten. Hab ich gesehen. Ich kann halt keine EMP mehr schießen, weil die eine rausgesniped hat dann. Ich kann wieder schießen. Soll ich schießen? Mhm. Aber warum schießt er denn nicht? LOL, was? Hast du das gesehen? Der hat die abgegradete Shotguns.
Er holt mit so. Ey, Junge. Oh, ich kann nicht gegen bauen. Das ist einfach. Komm einfach zu schnell, die Scheiße. So schnell kann ich nicht reagieren. Jo. Was ist das für eine Kacke, Luca? Ohne Witz, hier funktioniert einfach nichts so, wie es soll. First time. Junge, ich will da kein Hintergrundholz, ich will da Stahl, Mann. Was soll die Scheiße? Ja, Junge, er! Ja, ich habe jetzt ein ganz großes Problem. Miniganaturm ungünstigerweise dahingestellt, wovor meine. Immer noch Probleme. Ja, meine Probleme enden gar nicht. Sind auch stetig neue Probleme. Warum löscht das nicht? Ja, wem hast du da Schaden gemacht? Pause. Oh, Bowser knickt, Mann! Oh! Ja gut, die habe ich nicht gesehen, das ist unglücklich. Kam im Grunde aus dem Nichts. Oh! Big Hit.
Ja, Junge, die Gottes-Dings oder was? Ha, ist das lächerlich. Weg mit dem. Junge, das ist so ein smartes Play von mir gerade, ne? Okay, das war ein bisschen lächerlich jetzt. Der hat einen AP-Sniper. Oben, oben muss die Luft einfach raus. Alter. Junge, was wird denn hier gerade geplayt, Alter? Ist das gut? Hassen, hassen? Kann ich gucken. Nein, nein, aber holy shit. Wie kann, also, wie konnte das nicht weg sein, weißt du nicht mehr? Was? Okay, das ist, ja, das ist... Das ist so lächerlich! Luke Nukes in so ein Scam, Alter, holy shit. Das ist so lächerlich. Junge, ich glaube, wir hätten das gehabt, das hat sich gerade ein bisschen geschiftet, das ganze Game. Ja, hat's wirklich, ne? Ohne Witz. Alter, ist das frech. Warum kann ich nicht schießen? Mit den unten müsstest du schießen können. New kommt jetzt genau auf Kernhöhe. Wenn die... Also ich glaube, das ist jetzt egal, aber wenn die einen Nuke schießen, einfach die Raketen losschießen, weil dann wird die Flak von dem oberen getriggert. Ja, das habe ich am Anfang die ganze Zeit gemacht, weil wir einfach das beide keine, weil wir hatten einfach keine Anti-Air. Da habe ich gedacht, ja, nehmen wir einfach deren Anti-Air. Ja, genau. Oh Junge, was ein Scam. Es ist so ein Scam, sei mal ehrlich. Junge, ich hoffe, das Game jetzt war sich so am Shiften, ne? Das Momentum war so auf unserer Seite. Das war's auch schon wieder mit dieser Runde Vorarts Multiplayer Gameplay. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal.